Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 151. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dritter Teil. Hermine versuchte, hinüberzuschielen, doch er hielt den Buchdeckel leicht hochgeklappt, so dass sie nichts sehen konnte. Und von wem ist das? Wollte sie wissen, und sie klang dabei sehr fordernd. Von einer Dame, der ich aus einer prekären Situation hatte heraushelfen können, antwortete er nüchtern. Sie brauchte gar nicht zu überlegen, wer gemeint sein könnte, denn diese Worte hatte Severus bereits einmal benutzt, als sie Linda über den Weg gelaufen waren. Von Linda also? Sagte sie pikiert. Was? Zeigen Sie mal her, schreibt sie Ihnen etwas? Hermine griff nach dem Buch, doch sein Griff war fest und er riss es an sich. Sie sind äußerst aufdringlich, Hermine. Das ist mein Geschenk und es trägt eine sehr private Widmung, die ich nicht mit jedem teilen. Hermine riss ihm das Buch aus der Hand, rutschte auf der Couch von ihm weg und las die Widmung im Buchdeckel. Oh, machte sie ernüchtert. Das ist ja von Anne. Sie blickte auf. Darf ich mal drin blättern? Sie machen es doch sowieso, selbst wenn ich es ihnen verbieten würde. Schon hatte sie das erste Gedicht aufgeschlagen und las. Sie blätterte weiter und überflog die meisten lebensfrohen Texte, bis sie auf Rilkes, der Schutzengel, stieß, dessen Anfang sie aus einer Laune heraus laut vorlas. Du bist der Vogel, dessen Flügel kamen, wenn ich erwachte in der Nacht und rief. Nur mit den Armen rief ich. Denn dein Name ist wie der Abgrund, tausend Nächte tief. Sie schlug das Buch zu, rutschte auf der Couch wieder an ihn heran und sagte: Das möchte ich mir gerne mal ausleihen, wenn Sie damit fertig sind. Sie werden sich mit Ihrer Neugierde noch irgendwann einmal böse die Finger verbrennen, murmelte er, während er das Buch an sich nahm und ebenfalls darin herumblätterte. Sie haben noch mehr Geschenke. Erinnerte sie ihn? Die sie gerne öffnen können, denn es bleibt vor ihnen ja sowieso nichts verborgen. Gemeinsam packte jeder seine Geschenke aus. Severus strengte sich an, so grantig und missgelaunt wie nur möglich zu wirken, doch er zeigte, dass einige Geschenke ihm durchaus gefielen. Charlie hatte ihm ebenfalls eine nicht gerade günstige Zaubertrankzutat geschenkt, ebenfalls natürlich von einem Drachen stammend. Darf ich mal Ihre Toilette benutzen? Natürlich. Ein einziges Mal hatte sie den kleinen Raum bereits gesehen, doch jetzt war er völlig umgestaltet, viel heller. Als sie mit der Hand über das Waschbecken fuhr und den Marmor fühlte, da lächelte sie über beide Ohren. Das ist nicht wahr, oder? Rief sie freudig nach draußen, sodass Severus sich genötigt fühlte, nach dem Rechten zu sehen. Was meinen Sie, ist... Er verstummte, als er sein kleines Badezimmer betrachtete und sofort die Veränderung bemerkte. Ist das alles? Sie deutete auf das Waschbecken, die Toilettenschüssel und die Badewanne. Ist das alles etwa aus Albus Grab gemacht worden? Er war völlig sprachlos, sodass sie ganz richtig erkannte. Sie haben das noch gar nicht gesehen? Vor dem Frühstück sah es noch anders aus, murmelte er. Sie haben es ihm wirklich gesagt? Fragte sie lachend. Was? Dass er aus dem riesigen Marmorklotz am See lieber ein Waschbecken für mich meißeln lassen kann? Natürlich habe ich ihm das an den Kopf geworfen, aber dass dieser Verrückte dies auch noch... Er schüttelte perplex den Kopf. Und dann geschah etwas, was Hermine seit ihrer Geburtstagsfeier im September nicht mehr gesehen hatte. Severus lachte.
Das Mittagessen in der großen Halle fiel noch üppiger aus als das Frühstück und Hermine konnte von dem köstlichen Truthahn, dem guten Gemüse und besonders von der Nachspeise nicht genug bekommen. Harry, Ginny und Remus feierten bereits mit ihren Familien, sodass am Tisch nur noch Albus, Minerva, Poppy, Pomona und die beiden Schüler Meredith und Gordian in einer kleinen netten Runde zusammensaßen. Nach dem Essen war Hermine ihrem Tränkemeister erneut in den Kerker gefolgt, sodass er ihr am frühen Abend ein Glas Elfenwein anbot, bevor er fragte: Haben Sie denn keine Familie, die Sie mit Ihrer Suada begeistern können? Nein. Hermine zählte im Geiste kurz bis 5, um sich nicht über seine Bemerkung zu sehr aufzuregen. Ich meine ja, aber meine Eltern sind bei Verwandten, da wollte ich nicht hin. Sie nahm einen Schluck Wein, während er fragte: Warum? Mein Onkel Eddie trinkt gern, sagte sie und verzog dabei das Gesicht. Und was tun Sie gerade? Ein Schmunzeln kroch über seine Lippen. Ich meine, er trinkt gern einen über den Durst und dann finde ich ihn unausstehlich. Warum? Redet er Sie dann in Grund und Boden? Sie presste beleidigt ihre Lippen zusammen. Nein, er ist laut, ordinär, unausstehlich halt. Mein Vater? Er überwand sich, nicht immer derjenige zu sein, der Sätze nicht beenden würde. Mein Vater hat auch gern über den Durst getrunken, beendete er leise. Mutig fragte sie: Wie ist er geworden, wenn er betrunken war? Einen Moment zögernd gab sich Severus einen Ruck und antwortete, während er auf sein eigenes Weinglas schaute: Jedenfalls nicht laut und ordinär. Er ist sehr still geworden. Sein Seufzen war kaum zu hören, bevor er vervollständigte: Still und gewalttätig. Er hat gern das Mobiliar zerschlagen. Er nahm einen Schluck Wein, bevor er sagte: Das ist der Grund, warum ich nie mehr trinke, als ich vertrage. Ich will nicht wissen, welche Auswirkungen Alkohol auf mein Wesen hat. Hermine fühlte sich, als hätte sie gerade eine Parallelwelt betreten, denn so offen hatte er noch nie mit ihr geredet. Sich ihm zuwendend, fragte sie mit milder Stimme: War Ihr Vater alkoholsüchtig? Mein Vater ist das, was man umgangssprachlich als Quartalsäufer bezeichnet. Ist? Wiederholte sie überrascht. Ich habe nie behauptet, er wäre verstorben. An seiner Stimme war zu hören, dass er das Gespräch mittlerweile verfluchte. Aber? Viele Fragen formten sich in ihrem Kopf. Alle drängten sich zur gleichen Zeit in den Vordergrund. Ähnlich wie viele Menschen, die zugleich durch eine Tür gehen wollten und stecken blieben. So, dass keine einzige von ihnen über ihre Lippen kam. Schockiert? Nein. Zu mehr Worten war sie momentan nicht fähig. Hätte ich gewusst, dass ich sie mit solchen Informationen gezielt mundtot machen kann, hätte ich ihnen schon viel früher solche Auskünfte gegeben. Schelmisch blickte er zu ihr hinüber, so dass sie ein paar Male blinzelte, bevor der Ernst der Lage sich in Luft auflöste und sie lächeln musste. Wo ist er jetzt? Fragte sie viel entspannter. Ich habe ihn in einem Muggelheim untergebracht. Wann? Wollte sie wissen. Das ist schon lange. Er fasste sich an die Nasenwurzel und rieb sie, als würde er Kopfschmerzen vertreiben wollen. Oder böse Erinnerungen. Kurz bevor ich meinen linken Unterarm verstümmeln ließ. Haben Sie es getan, damit Voldemort? Sie bemerkte, wie er sich verspannte. Ihrem Vater nicht gegen Sie. Unfug. Ich habe es getan, weil ich mich nicht kümmern konnte. Ich. Er blickte auf und wechselte das Thema. Wie wäre es mit unangenehmen Geschichten aus Ihrem Leben, Hermine? Sie ging in sich, bis sie ihn sagen hörte. Da müssen Sie noch überlegen.
Sie haben es wirklich gut. Er musste nicht lange nachdenken, um sich peinliche Ereignisse ins Gedächtnis zurückzurufen. Na, das mit den Zähnen kennen Sie ja schon. Von meinem Irrwicht damals in der Schule werden Sie sicherlich auch gehört haben. Wenn ich ehrlich bin... Sie stockte. Dann haben einige meiner unangenehmen Erlebnisse mit Ihnen zu tun. Also kennen Sie die alle. Etwas aus Kriegszeiten vielleicht. Seine Verbitterung war deutlich zu hören. Ich möchte zu Weihnachten nicht über solche Momente reden, flehte sie leise. Unangenehme Stille nahm erneut den Raum ein. Den Ellbogen hatte er auf die Seitenlehne abgelegt, den Kopf stützte er mit seiner Faust. Mit der anderen Hand schwenkte er sein Weinglas. Ich kann Weihnachten nicht ausstehen, hörte sie ihn flüstern. Gedanken verloren, verbesserte sie. Sie können die Zeit zwischen Halloween und Weihnachten nicht ertragen. Es war ihr herausgerutscht. Sie hatte nicht vor, diesen Moment einen so bitteren Beigeschmack zu geben. Doch es war zu spät. Langsam richtete er sich wieder auf und blickte sie mit trüben Augen an. Haben Sie es endlich herausgefunden, ja? Seine Worte waren harsch gewesen, zischend und bedrohlich, wie von einer gereizten Kobra. Sein Weinglas stellte er auf den Tisch, bevor er wie in Zeitlupe näher an sie heranrutschte. Eine Hand packte mit festem Griff die Rückenlehne direkt hinter ihr. Seinen Kopf führte er dicht an ihren heran, sodass sie seine aufgeregte Atmung in ihrem Gesicht spüren konnte. Einige ihrer Haare wurden davon bewegt, als würde ein Geist sie berühren. In seinen braunen Augen züngelte das Licht der Fackeln, von denen sie erhellt wurden. Doch da war noch mehr, viel mehr. Sie konnte alles sehen, sie konnte ihn sehen, die Verzweiflung, die in ihm steckte. Nicht die Bitte, sondern das Verlangen nach Hilfe stand in ihnen geschrieben. In seinem fahlen Gesicht zeichnete sich aus der Nähe betrachtet noch viel mehr Sorgenfalten ab und sie fragte sich, ob der Gram verschwinden würde, sollte sie mit ihren Fingern darüber streichen. Mit einer unverträglichen Mischung aus Zorn und Hoffnung fragte er unerwartet. Und? Haben Sie herausgefunden, wie man mir helfen kann? So voller Zuversicht hatte sie ihn nie erlebt. Auch wenn er es lästig fand, einem anderen Menschen so viel von sich preisgegeben zu haben, sie so tief in sein Leben eingelassen zu haben. Sie wollte unbedingt bejahen, sie wollte sagen, dass sie ihm helfen könnte und dass alles gut werden würde. Aber das wäre eine Lüge. Und so schüttelte sie, nun selbst verzweifelt, weil sie noch immer nichts über die Ursache seines Leidens erfahren hatte, den Kopf, wandte ihren Blick von ihm ab, um nicht an seiner sichtbaren Enttäuschung zugrunde zu gehen. Nichts? Fragte er verstört nach, bevor er sie am Handgelenk packte, sodass sie wieder aufblickte. Ihre Atmung hatte sich beschleunigt. Er wollte es nicht glauben. Es gibt nichts, rein gar nichts. Sie suchte nach Worten, um ihm verständlich zu machen, dass sie noch nicht wusste, warum man ihm überhaupt helfen musste, was damals geschehen war. Sie sind Heilerin. Er hatte ihr ihre Berufsbezeichnung zum Vorwurf gemacht. Seine Enttäuschung konnte er nicht weiter verbergen. Es muss etwas geben. Vielleicht haben Sie etwas übersehen? Wieder ein Hoffnungsschimmer in seinen Augen. Der Druck an ihrem Handgelenk verstärkte sich. Irgendetwas. Nun flehte er. Severus. An einer der Silben seines Namens war ihre Stimme gebrochen. Hermine haderte mit sich, spielte sogar mit dem Gedanken, Wissen vorzutäuschen, um mehr von ihm zu erfahren. Doch in diesem Spiel war sie nicht gut genug. Sie war keine Slytherin. Während sie ihn anblickte, seine strapazierte Geduld erkannte
und auch die Hoffnung in seinen Augen. Da hörte sie mit einem Mal in ihrem Kopf die Worte, die Albus einst an sie gerichtet hatte, und seine Worte waren wegweisend für ihr jetziges Verhalten Severus gegenüber. Albus hatte damals gesagt, ihr läge der Dialog mehr. Sie verfüge über zwei ausgeprägte Eigenschaften. Zum einen wäre da ihre Wortgewandtheit und zum anderen ihre Aufrichtigkeit. Mit beiden Eigenschaften zusammen könne sie mehr verschlossene Türen öffnen als mit halbherzigen Auskundschaftungen, die von ihrem Gewissen vereitelt worden wären. Ich will Ihnen helfen, sagte sie mit ungewohnt zarter Stimme. Er nickte im Einvernehmen und hörte weiterhin ihrer ruhigen Stimme zu, als sie ihm klar machte. Aber es gibt Situationen, bei denen ich Ihre Hilfe benötigen werde. Seine zitternden Lippen kniff er nur einmal kurz zusammen, bevor er nochmals zustimmte und nickte. Sie schluckte aufgeregt. Es war nicht einfach, in so ernsten Momenten die richtigen Worte zu finden. Ein Ausrutscher würde genügen und schon wäre sie wieder um Wochen zurückgeworfen, um aufs Neue um sein Zutrauen kämpfen zu müssen. Ich bin Ihre Freundin, sagte sie so aufrichtig, dass die Wahrheit ihrer Worte nicht anzuzweifeln war. Seine fehlende Reaktion nutzte sie, um zaghaft nachzufragen. Richtig? Er blinzelte ein paar Mal, nickte jedoch. Gut, sagte sie erleichtert und atmete einmal tief durch. Seine Hand, die noch immer ihr Handgelenk umfasste, lockerte ihren kraftvollen Griff. Als sie das bemerkte, legte sie ihre andere Hand auf seine. Um helfen zu können, muss ich viel genauer wissen, was im Detail geschehen ist. Ich habe nur unsichere Vermutungen und kann mich schwer aufs Wesentliche konzentrieren. Ein Muskel an seinem Augenlid zuckte, bevor er sich seiner Illusion beraubt fühlte und sich die vernichtende Gewissheit in seinem Gesicht manifestierte. Zudem deutlich in seiner Stimme zu hören war, als er sagte: Sie wissen nichts. Dieser ausgesprochene Fakt war für sie und ihn gleichermaßen niederschmetternd. Er wollte sich abwenden, seine Hand aus ihrer befreien, doch sie hielt ihn fest. Ich weiß nichts Genaues, das ist richtig, aber ich habe Vermutungen. Vielleicht ist die Richtige längst dabei und ich erkenne sie noch nicht. Sie ließ seine Hand nicht los. Severus, bitte, ich brauche Hilfe. Wenn es so leicht für mich wäre, begann er leise, darüber offen zu reden. Meinen Sie nicht, dass ich nach Voldemorts Tod sofort ins Krankenhaus gegangen wäre? Er riss seine Hand weg, blieb aber dicht bei ihr sitzen und richtete seinen starren Blick auf das Weinglas vor sich, bevor seine freudlose Stimme durch den Raum wisperte. Ich hätte zu Poppy gehen können, wäre sogar bei Slughorn vorstellig geworden, aber... Er schluckte und beugte sich leicht nach vorn, um die Ellbogen auf den Knien abzulegen. Seine Augen bedeckte er mit den Händen, bevor er mutlos sagte: Ich bin mit Dingen in Berührung gekommen, die unwiderruflich Verderben bringen. Auf das Wesen und das Empfinden, auf all das, was einen Menschen ausmacht, darf man nicht einwirken. Denn das sind Gebiete, die sich uns noch nicht erschlossen haben. Geheimnisvolle Gebiete, an deren Oberfläche wir bisher nur zaghaft gekratzt haben, ohne auch nur zu ahnen, was sich hinter dem Mysterium verbirgt, das wir schlicht als Seele bezeichnen. Ihr Herz pochte so laut, dass sie ihr Blut in den Ohren rauschen hören konnte und ihre Hände zitterten, doch nichtsdestotrotz legte sie eine Hand auf seine Schulter. Er erschrak im ersten Moment, doch wehrte die Hand nicht ab. Verstehen Sie, Hermine? Fragte er ruhig. Das Beben aus ihrer eigenen Stimme zu verbannen, fiel ihr sehr schwer. Doch sie musste nicht verbergen, dass seine Worte sie bewegt hatten, und so sagte sie hörbar gerührt: Ich habe sowas geahnt, Severus. Und trotzdem kümmern Sie sich noch? Fragte er mit geschwächtem Spott in der Stimme.
Ich habe mit dem Unbekannten gespielt, ohne zu wissen, was ich am Ende für Resultate erzielen werde. Nicht einmal die Natur würde mich noch menschlich nennen. Und was machen Sie? Sie kümmern sich noch immer. Natürlich, bestätigte sie den Tränen nahe. Das Wort natürlich bedeutet zur Natur gehörend und ich, Hermine, finde mich nicht mehr in dieser Klassifizierung wieder. Ich habe die Besonderheiten, die einst menschliche Wesen ausmachen, mit Füßen getreten und mich ihrer entledigt, so dass selbst Mutter Natur mich nicht einmal mehr als lebensfähig bezeichnen würde. Seine Melancholie war für sie schwer zu ertragen, so dass sie ihm wütend vor Augen hielt. Es ist ja nicht alles weg. Wie sonst könnten sie noch dazu fähig sein, einen so wunderschönen Patronus zu formen? Das ist nur ein kleiner Teil in mir, den ich nicht auslöschen wollte, sagte er traurig, und Hermine musste in diesem Moment an Lily denken. Ich kann Veränderungen an ihnen ausmachen, Severus, sagte sie mit Hoffnung in der Stimme. Es tut sich was. Sie können das nicht einfach ignorieren und aufgeben. Was ist mit Ihrer Augenfarbe? Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht nur zu Ihnen, sondern zu mir selbst, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das gelegentliche Auflodern dieses kleinen Überbleibsels nicht mehr mit den heißesten Schmelzöfen und den schwersten Hämmern zusammengeschmiedet werden kann. Und der Grund dafür ist einfach. Denn woher den fehlenden Teil nehmen? Ich bin davon überzeugt, dass es andere Möglichkeiten gibt. Sie hatten über 20 Jahre Ruhe. Warum verändert sich erst jetzt etwas bei Ihnen? Sie haben Harry diesen Hinweis gegeben, weil Sie tief in Ihrem Innersten wissen, dass es eine Lösung geben kann, auf die Sie nicht selbst, aber womöglich andere kommen. Ihren Enthusiasmus weiß ich zu schätzen, Hermine. Denn ich war selbst so voller Hoffnung. Doch die Wahrheit ist damit nur doppelt so ernüchternd. Denn wie heißt es so schön? Hoffnung ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Ein Sprichwort, welches in meinem Fall leider zutreffend ist. Es heißt aber auch, konterte Hermine bewegt und auch wütend. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist ein Sprichwort, das auf mich zutrifft. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.